Eieieiei, was war denn hier heute los? Clan-Coup schon abgeschlossen. Okay, wie es dazu kam, das könnt ihr in diesem Video heute sehen. Und damit herzlich willkommen bei mir, dem Toto Clasht. Heute mal wieder mit einer Folge Clash Royale. Denn es gibt ja was ganz Aktuelles. Ich hatte das heute in der ersten Pause mitbekommen, dass ich oder dass überhaupt ein Event da ist, dass man jetzt zu zweit spielen kann. Und man konnte eine Clan-Truhe befüllen und wir gucken mal rein. Wir haben das Ding schon abgeschlossen. Das finde ich echt nice, muss ich mal so sagen. Das hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, das Event ging heute Morgen um 9 Uhr los und wurde schon vor ein paar Stunden, ich glaube gegen 17 Uhr oder so, abgeschlossen. Also Hammer, wie hier heute gebettelt wurde. So kann man es ja nicht anders sagen. Und das Coole ist, dass man hier live zuschauen kann. Das war heute Morgen noch ein bisschen buggy. Aber wir können hier den beiden aus meinem heimischen Clan, den OWL-Teutonen. Ja, ich spiele Clash Royale hier in der Region, weil ich hier viele Freunde in dem Clan habe. Meine Jungs spielen hier mit dem Clan, Arbeitskollegen spielen hier mit, von meinen Jungs viele Freunde. Und die haben hier wirklich Spaß an der Sache. Das ist echt total bunt gemischter Haufen aller Altersklassen und auch aller Levelklassen. Und der Clan ist auch wirklich immer rappelvoll. Also sobald hier auch hier gibt es Regeln. Ihr kennt das aus meinen Clash of Clans Videos. Sobald hier mal jemand beobachtet wird, es gibt ja also wirklich Beobachter, die sehen, oh, da spendet mal einer ein, zwei Saisons hier nichts, dann wird er gekickt. Dann ist Platz für jemand Neues da, der Clash Royale aktiver ist. Und so ist die Bude hier immer voll, muss man sagen. Aber wir sehen hier live, dass wir jetzt vier Türme natürlich zu machen haben. Jeder hat ja Entschuldigung, doch vier Türme. Jeder bringt ja seinen Hauptturm mit und mindestens einen Nebenturm. Und man kann seine Jungs auch anfeuern, nämlich hier unten an dieser Tröte. Ihr seht die Tröte in Rot und in Blau. Ich drücke mal die blaue, dann kommen hier so Federn raus. Finde ich auch klasse, kann man die Jungs hier anfeuern und man sieht auch oben, dass ich ein Beobachter bin. Wir haben hier heute tagsüber Kämpfe gehabt. Da waren hier zig Beobachter drauf. Ich weiß gar nicht, wie viele hier dann reingehen. Aber hier ging wirklich die Post ab im Clan. Und das habe ich noch nicht erlebt. Und es gab ja dann ein, zwei, die kommen dann erst abends von der Arbeit oder kommen spät aus der Schule oder aus dem Sportverein oder aus dem CVM. Das Event war schon vorbei. Das ist natürlich wirklich, wirklich, wirklich krass. Also kann man nicht anders sagen. Aber im Moment sieht es hier für den Dimil und für den Noel nicht. Noel heißt er, Entschuldigung, nicht so gut aus. Denn das, was man natürlich hier so ein bisschen als Problem hat, man kann sich, weil man ja weit weg wohnt, aus anderen Regionen kommt, man kann sich natürlich weniger absprechen. Da haben wir so ein bisschen die Vorteile hier im Haus. Wir sind hier drei Leute, die Clash Royale spielen. Und wenn wir uns natürlich sagen, komm, wir clashen mal eine Runde, dann sitzen wir nebeneinander, kennen genau unsere Truppen und wissen eigentlich, wie können unsere Decks hier gut funktionieren. Ja, dann spielt der eine ein sehr teures Deck mit vielleicht einem Golem und einer Hexe und vielleicht noch eine Lufttruppe und der andere spielt halt ein sehr flexibles, schnelles Deck mit recht billigen Truppen und so kann man sich natürlich hier im Haus richtig gut absprechen und kann dementsprechend gut abrocken. Ich habe aber heute Nachmittag mitbekommen, dass auch meine Jungs vor allen Dingen das Ganze über Teamspeak geregelt haben, denn die Jungs sind alle vernetzt, haben alle irgendwas am Start, entweder ist es Skype oder ist es Teamspeak und oder sie hängen halt per Telefon kurz aneinander, wenn sie nur zu zweit spielen. Das geht ja auch und dementsprechend ging das hier richtig gut ab heute. Aber was hat sich in meinem Deck getan? Auch ich habe ein paar kleinere Updates gehabt, denn ich hatte vorgestern eine Supermagie-Truhe und was ziehe ich aus der Supermagie-Truhe? Die Truppe, die ich bisher immer gehasst habe. Klar, man hasst immer die Truppen, die man nicht hat. Ich habe den Elektromagier auf Level 1 und richtig witzig finde ich, ich habe das die Tage auch erstmal so ein bisschen durchgeguckt, die Meldung, die Supercell hier mal hinter hat, ne? Er landet mit einem Donnerschlag, betäubt Feinde in der Mitte und in der Nähe, Entschuldigung, und schleudert Blitze mit beiden Händen.
was für ein Angeber. Also das finde ich wirklich gut, dass Supercell hier immer noch so ein bisschen den Witz bewahrt. Und ihr seht es im Hintergrund, tritt den Kampf bei. Also das geht hier, das hat hier heute noch gar kein Ende genommen hier. Ich habe hier höchstens mal eine halbe Stunde oder eine Stunde das Handy ausgab, beziehungsweise war mal nicht in Clash Royale drin. Und dann stand hier unten, wo jetzt eine 2 steht, stand hier nur 100. Das ist natürlich echt krass. Also Leute, Hut ab. Das habe ich wahrscheinlich, haben das andere Clans heute auch erlebt, die auch so einen Hype hatten. Aber hier wurde das wirklich exzessiv gekämpft. Und wir wollen aber auch mal kämpfen. Ich habe mit diesem Deck hier, was ich mal wieder geklaut habe, weil ich mir ja keine Decks selber erstellen kann, noch nie gespielt, beziehungsweise habe bisher nur verloren damit. Ich bin auch kurz vor der Arena 7 wieder mit dem Absturz. Und das macht aber nichts. Vielleicht kriege ich ja doch jetzt noch die ein oder andere Truhe rein. Wir gehen einfach sofort live mal rein. Haben einen Level 8 Gegner. Irgendeiner hatte mir mal in den Kommentaren geschrieben, ja, ich bin ja Level 10 und dann gegen Level 8. Applaus. Ja, aber ihr müsst auch mal sehen. Ich habe hier immer ein bisschen was gelevelt, habe ein bisschen was gespendet. So levelt man natürlich auch. Und aber wenn ihr euch meine Decks anguckt, das ist nichts. Ja, das ist also, ich will nicht sagen, das ist nichts, aber ich habe halt nichts Gutes. Ich bin Casual-Spieler, game hier so gut wie gar nichts und ziehe ja auch nicht eine super Magical und legendäre Truhe nach der nächsten. Das ist einfach so. Und dementsprechend, denke ich mal, kann man da auch nicht ganz allzu viel von mir erwarten, dass ich hier so top abhole und hier die Bude rocke. Aber wir sind guter Dinge, dass wir hier so ein bisschen weiterkommen. Und allerdings muss ich sagen, jetzt am PC die Folge ist schon ein bisschen schwieriger zu spielen, da ich hier nicht mit beiden Fingern oder mit zwei Fingern Truppen setzen kann. Das kommt mir hier natürlich gar nicht zugute, denn ich spiele hier so ein Elite-Barbaren. Valkyrendeck, die Valkyrie habe ich auch auf Level 7 gebracht. Die gab es heute für mich ganz billig im Shop. Mir fehlten nur noch 3 Stück dazu. Und die habe ich mir kurz geschnappt, habe die upgedatet auf Level 7 und versuche eigentlich so ein Deck zu spielen mit Elite-Barbaren und der Valkyrie dahinter. Optimalerweise ist es natürlich dann, wenn man die beiden Truppen direkt hintereinander setzen kann, was mir natürlich nicht gelingt, wenn ich hier nur mit... Na komm, jetzt muss er rauskommen. Und die noch dazu, beziehungsweise der noch dazu. Ah ne, der kommt gar nicht. Das ist natürlich doof. Dann müssen wir hier jetzt doch mal unsere Pfeile setzen. Die gehen da hinten aber ganz gut durch. Sehe ich gerade. Hier nehmen wir die Feuergeister, dass hier gar nichts anbrennt. Erst an dem Turm. Und oben haben wir schon mal 1654 nur noch auf den dritten Turm zu machen. Ah, das sieht ganz gut aus in der Folge, aber das sage ich ja immer. Es sieht ganz gut aus, ja, und dann sieht es doch ganz bescheiden aus. Ja, da kannst du ruhig deinen Feuerball setzen. Das macht mir jetzt mal nichts. Geh einfach auf deinen zweiten Turm mit den Elite-Barbaren. Komm jetzt mal von hier, von der Mitte mit Lakaien, denn irgendwas wird er da ja bringen. Und mal sehen, ob die nicht doch noch einen Hit auf den Turm kriegen. Ja, die kriegen noch einen Hit drauf. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja, wie gesagt, ich sage ja immer, ja, sieht gut aus. Und am Ende verkacke ich doch. Ja, so ist das halt. Wir setzen hier mal die Pfeile und die Valkyrie rein. Der muss den auch ein bisschen aufhalten und hier unten die Bogenschützen, die bringen zwar nicht jetzt ganz so viel, aber er wird unseren Turm nicht wirklich bedrohlich nahe kommen. Hier muss der Feuerball rein, das geht nicht anders. Und hier die Feuergeister in die vielen Skellies. Jawohl, wir haben den Turm noch verteidigt, das sieht gut aus. Kommen wir jetzt einfach mit den Elite-Barbaren, dass die sich nochmal umdrehen. Ich denke mal, die drei hier unten machen dann auch keinen Terror mehr und haben den einen Turm geschafft. Jawohl, Kampf gewonnen. So geht's. Erste Mal, oder ich habe erste Mal mit dem Deck überhaupt jetzt mal gewonnen. Und ist zwar nur eine Truhe, aber das macht nichts. Ich möchte eigentlich nicht aus der Arena 8 absteigen. Sonst muss ich auch wieder so viele Kämpfe machen, um in die Arena wieder aufzusteigen. Deswegen machen wir gleich einen 9. Und gucken mal, was uns da wieder fährt. Ja, jetzt wird wieder einer sagen, Applaus, Thorsten. Level 10 auf Level 8. Aber ich sag's euch, guckt euch meine Decks an, guckt euch meine Truppen an. Da geht halt nicht mehr. Und allerdings ist das jetzt natürlich auch nicht ganz so suboptimal, aber wir versuchen hier mal eine 4-4er-Truppe nachzuziehen mit etwas aus der Luft. Mal sehen, wie er sich dadurch wehren kann. Okay, er wehrt sich auch mit einer Valkyrie. Da komme ich aber noch ganz gut hinterher. Ziehe noch eine billige Truppe hinterher, die auch einfach auf irgendetwas geht. Und habe schon ein bisschen von seinem Turm was geschafft. Jawohl. Ja, das sieht gut aus. Mensch, ich bin begeistert. Obwohl ich das hier am PC mache,
geht das eigentlich. Ich bin ganz zufrieden. 4,64 hat der Turm noch. Jetzt ist natürlich Holland in Not hier. Da müssen wir mal richtig was ziehen hier, dass der richtig Kavemse kriegt. Mist. Die muss ich wegkriegen hier mit den Pfeilen, dass die auf gar keinen Fall unterstützen können. Ja, das sieht noch ganz gut aus, das wird nichts. Und dann schicken wir hier gleich unsere Jungs hinterher, also die aus der Luft. Ich glaube, unten an dem Turm brennt mit dem Achter fast hier nichts an. Und unsere gehen oben durch, machen den Turm. Und so können wir hier unseren ersten Push würde ich nicht jetzt gerade so sagen, sondern ich würde sagen, wir pushen mal mit dem hier und ziehen hier die Walküre hinterher. Dadurch ist sein Magier schon mal abgelenkt. Oh, meine Walküre geht durch. Dann nehmen wir die billigen Bogenschützen hier. Na komm. Ah, nein. Ah, die macht keinen Hit mehr. Das macht nichts, aber er kommt zumindest uns nicht zu nah. Zumindest nicht mit dem einen Lakaien hier auf Level 9. Und ich versuche jetzt einfach den Turm hier zu verteidigen. Gehe natürlich noch auf seinen mittleren Turm. Und hier habe ich nichts. Das ist nicht so gut. Pfeile rein. Aber der ist auch erst auf 2, der Ballon. Und habe ich natürlich unten die Walküre am Start. Gucke mal, dass ich die Jungs hier noch mit reinsetze für den Magier vielleicht. Elektromagier hinterher. Ja, das ist schon echt eine starke Karte, muss ich mal so sagen. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hab die Jungs ja immer gehasst. Beziehungsweise. Komm, jetzt muss die Valkyrie hier hin. Und wie hier. Ah, darf gar keinen Fall mein Turm kriegen. Ach, ich glaube nicht. Alles klar, Elektromagier rein. Und dann geht das hier ab. Der Golem war jetzt natürlich ein Fehl von ihm. Denke ich mal, denn in den 10 Sekunden wird er den nicht mehr durchkriegen. Hoffe ich mal so, dass der nicht noch Platz und meinen Turm macht. 3, 2, 1, aus. Aus. Jawohl. Ihr kennt das hier, diese Faust nach unten. Zweite Stern rein. Das ist super. Okay. Ja, so finde ich das natürlich auch gut. Okay, ich muss jetzt noch 3 Kronen hier reinmachen. Ich kann es nicht glauben. Es haben wieder 10 Nachrichten. Und hier kann man richtig schön zuschauen. Das finde ich wirklich krass, dass das hier eingeführt wurde. Also das bringt richtig Leben hier in die Bude. Und ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir hier einen Daumen nach oben nach. Heute kommt auf jeden Fall noch eine Clash of Clans Folge mit mir, dem Avatar aus meinem Gastclan. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid, dann lasst mir hier ein Abo da. Ich würde sagen, ich verbleibe. Bis auf Weiteres, jetzt muss ich kurz mal Luft holen mit einer weiteren Folge Clash Royale mit mir, dem Toto. Bye, bye.